Moin moin liebe Leute zu einem neuen Vlog. Yay! Es ist der Tag des Erkandors. Ja, der ist jetzt schon unterwegs und trifft dann schätzungsweise so zwischen 6, 7 Uhr hier ein. Oh Mann, diese. Ich hasse das. Ich krieg diese Brille nie sauber. Ich habe hier schon wieder nur Streifen, sobald ich irgendwie ins Licht gucke. Schmiersack. Ja. Genau, zwischen 18 und 19 Uhr trifft er ein. Ich habe hier jetzt gerade noch so ein bisschen aufgeräumt, habe den Tisch mal versucht abzuwischen. Das kannst du eigentlich fast täglich machen, weil Jigen, ja, das ist seine Einlaufspur. Und da es draußen jetzt ständig nass und dreckig ist, dann ist natürlich der Tisch auch ständig nass und dreckig. Das wird nicht mehr funktionieren, sobald wir hier zocken. Manchmal versteht er das, oft aber nicht. Und dann haben wir ein dezentes Problem. Und gerade wenn man über ihn redet, kommen wir schon angedackelt. Tag, Jigen, grüß dich, alte Socke. Ja. Jetzt guck nicht so blöd, du wohnst hier. Jo. Und ansonsten, sag ich's noch. Eins, die Schneise, einmal quer über den Tisch. Ja, genau so sieht das jetzt wieder aus. Ja, mein Brot wächst. Es wächst gewaltig. Um nicht zu sagen, oh Scheiße nochmal, wo werden das hin? Das hat nämlich noch eine Stunde. Also, ich bin der Meinung, ich werde diesmal mehr als diese zwei Formen brauchen, um Brot zu backen. Schauen wir mal. Ich habe mir überlegt, ich werde eventuell, ich muss mal gucken, ganz hinten im Schrank müssten eigentlich noch Röstzwiebeln stehen. Dann mache ich einen Teig mit Röstzwiebeln und mache da ein leckeres Zwiebelbrot draus. Das ist so bestimmt geil. Jo, ansonsten, was wir heute kochen, weiß ich noch überhaupt nicht. Ich denke, Erkandor wird auch nach 5 Stunden Fahrt wahrscheinlich ein bisschen Hunger haben, es sei denn, er macht einen Zwischenstopp irgendwo und futtert. Ich weiß noch nicht genau, was wir kochen. Wir haben jede Menge Fisch da. Ich muss mal noch was überlegen. Vielleicht mache ich, keine Ahnung, Fish and Chips. Ich weiß es noch nicht. Sehen wir dann. Ich weiß auch noch nicht, was Erkandor mitbringt. Er wollte Getränke mitbringen. Zumindest war das mal der Plan. Weiß nicht, ob er sie jetzt mitbringen wird. Das werden wir sehen. Ansonsten müssten wir dann morgen vielleicht noch kaufen gehen. Und ja, morgen kommt dann auch Try vorbei. Und dann wird hoffentlich lustig gezockt. Ich hoffe, dass Lou einigermaßen fit ist bis dahin. Heute ging es schon wieder ein bisschen besser. Ich hoffe, sie wird fit. Sonst hat sie halt nichts von dem Wochenende und das wäre doof. So, ich bin gerade am Kochen. Ich mache eine Kartoffel-Gemüsesuppe. Die werde ich nachher leicht pürieren. Und dann mache ich vielleicht noch ein paar Speckcroutons. Ich habe das Brot fertig. Hier ist einmal das normale Brot. Und hier umgedreht das andere Brot, Zwiebelbrot. Der Teig ist fantastisch geworden. Aber Idiot, habt das Salz vergessen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie Brot ohne Salz schmeckt. Das ist so ekelhaft. Das schmeckt original, als würdet ihr, ich weiß es nicht. Es schmeckt, als würdet ihr Pappe essen. Es schmeckt nach nichts. Es ist eine Konsistenz mit Geschmack von nichts. Es ist super eklig. Funktioniert überhaupt nicht. Und obendrauf sind die Röstzwiebeln kaputt. Die sind nicht mehr gut. Weswegen ich dieses Prunkstück von einem knusprigen Brot jetzt wegwerfen darf. So, es ist der nächste Tag. Es ist schon spät. Wir haben es schon fucking 10 vor 4. Erkandor ist da. Hello. Und wir spielen fleißig. Sagen wir es, wir verlieren fleißig. Das ist unglaublich. Wir spielen gerade seit knapp nach 12 spielen wir Herr der Ringe Card Game. Und es hat sich nicht gelohnt, offensichtlich. Irgendwas in irgendeiner Stelle unseres Daseins haben wir irgendwas falsch gemacht. Naja. Und losen hier. Try kommt später noch vorbei. Der macht sich, glaube ich, jetzt auf den Weg. Und ist dann auch demnächst da. Lou müsste jetzt auch eigentlich gleich Feierabend haben. Das heißt, die ist dann auch gleich da. Wir hatten überlegt, ob wir nach München fahren. Aber wir waren noch nicht ganz sicher und jetzt, das Wetter war gerade die ganze Zeit wunderschön mit ganz klarem blauen Himmel und jetzt zieht es gerade mega zu, also vielleicht erübrigt sich das mit dem Fahren dann sowieso schon. Schauen wir mal. Was essen wir eigentlich heute? Ich habe keine Ahnung. Pizza bestellen. Klingt gut. Pizza bestellen. Jo. Und ansonsten, mein Gott, du hast so viel Zeugs mitgebracht. Ich meine, das hier ist ja, das ist ja ein Grundschulberg. Was da hinten dran noch liegt, ist ja noch viel, viel mehr. Und natürlich hast du mich schon dazu gebracht, dass ich das erste Spiel gekauft habe. Am Abend des Ankommens. So ist er. Ja,
genau, wir spielen es einfach noch ein bisschen weiter. Wenn Try dann da ist, spielen wir noch ein bisschen mehr. Und wenn Lou dann da ist, spielen wir noch ein bisschen mehr. Und dann spielen wir vielleicht immer noch ein Pen and Paper. Jo. Jigen hat auch richtig Spaß. Der Blick, ey. Gut. Ja. Ja, Getränke hat er auch mitgebracht. Steht sehr viel Limonade. Das ist Honiglimonade. Und Zimtlimonade. Hefenlimonade. Hämorrhoiden. Da. Also ist alles da. Ja, es ist Montag. Montagvormittag. Das Wochenende ist vorbei. Erkanor ist gerade los. Haben die Sachen gerade verladen. Mein Körper hat leider einen Tag zu früh schlapp gemacht. Trey war am Samstag noch da und da hatten wir viel Spaß zu viert. Haben einen Haufen N64 gespielt, haben DSA gespielt. War klasse, hat so viel Spaß gemacht. Aber ja, wir haben es wieder gemacht wie im letzten Jahr. Wir haben durchgemacht bis 5 Uhr, weil dazwischen ja zwischen 1 und 5 fahren keine Züge und Trey kam nicht nach Hause. Und deswegen haben wir wieder durchgemacht. Ich glaube, wir haben gemacht bis 6 Uhr oder so. Das war ein bisschen viel. Weswegen dann mein Körper gesagt hat, gut, dann habe ich jetzt auch keinen Bock mehr. Und ja, Sonntag habe ich eigentlich damit verbracht, eigentlich nur die Nase zu putzen, die ganze Zeit. Und dann fing irgendwann das Fieber an und dann war es echt wirklich unschön, das hat keinen Spaß gemacht. Aber ja, wir haben trotzdem auch noch am Sonntag eine Menge Brettspiele spielen können. Das war so das Einzige, was mich dann noch so ein bisschen bei Verstand gehalten hat. Aber da sieht man mal wieder, wie komisch der Körper funktioniert. Denn ich hab diese Nacht hier kein Auge zugemacht. Ich habe geschwitzt, wie bescheuert. Ich habe trotzdem gefroren. Ich bin völlig neben der Spur. Dieses scheiß Fieber macht mich alle. Aber er ist so ein seltsames... Ich habe von so vielen... Also, wenn ich das irgendwie zusammenbekäme, hätte ich ungefähr 5 Brettspiele erfunden. Nur diese Nacht, was meine Fieberträume angeht. Abartig. Ja, wie gesagt, keine Stunde gepennt heute. Nicht gut, fühle mich beschissen. Aber in der Hoffnung, es fühlt sich vom Fieber her besser an. Ich hoffe, die Nacht war jetzt einfach so ein bisschen der Höhepunkt. Und jetzt klingt die Grippe langsam ab. Das wäre schön. Musste auch mal wieder sein, muss man ja sagen. Ich war lange nicht mehr wirklich krank. Es war, das ganze Jahr hier war es irgendwie so ein bisschen immer wieder so, ah ja, jetzt kriege ich ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Husten, ein bisschen Ohrenschmerzen, schon wieder weg. Und jetzt ist es halt einmal richtig ausgebrochen. Wie gesagt, es hätte einen Tag später passieren können, aber naja, es war ja trotzdem cool. Und ja, nochmal ein ganz großes Dankeschön an Arkandor. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Hoffentlich bald wieder. Es war toll. Und ja, ich kann nicht genug danken, was du hier... Also, er hat einen Kasten Bier mitgebracht, hat das Bier hier stehen lassen. Er hat uns 2 Flaschen von seinem Hochzeitsmet gebracht. Er hat uns... Also generell, das Getränk angeht, der hat uns ein Fireball gekauft. Wir waren dann, als wenn das nicht genug gewesen wäre, waren wir am Samstag auch noch einkaufen und er hat uns auch noch einen Kraken spendiert, hier so ein Spice Rum Kraken. Den hat er uns auch noch da gelassen und ja, jetzt gerade eben, bevor er gefahren ist, einfach nur, weil ihm das zu schwer war, ich weiß es genau, hat er mir auch noch das Cthulhu-Regelbuch, das Grundregelwerk gegeben. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin extrem dankbar. Vielen, vielen Dank für die tolle Zeit, für das schöne Wochenende. Und ja, das Schönste, was er gesagt hat, war, dass es ihm jetzt gut geht und dass er sich entspannt hat. Und das ist eigentlich das Coolste. Denn ja, er hatte eine beschissene Zeit jetzt und also nicht jetzt dieses Wochenende, sondern davor. Und das ist natürlich schön, wenn er so ein bisschen abschalten kann und... Wenn das funktioniert hat, ist es doch das Geilste. Dann hat es ja quasi für jeden funktioniert. Außerdem habe ich wegen Arkandor schon wieder 2 Brettspiele gekauft. Ich kann nicht dafür. Aber, oh ja, genau, Brettspiele. Wir haben ein paar Brettspiele gespielt, die ich vorher nicht gespielt habe. Zum einen, wir haben das Herr der Ringe Kartenspiel gespielt. Das hatten wir auch schon online gezockt mit Hellnagel zusammen. Aber in echt das Kartenspiel zu zocken, macht dann doch irgendwie einfach ein bisschen mehr Spaß. Karten in der Hand zu haben, ist einfach was anderes. Das habe ich mir direkt danach bestellt. Und wir haben Pints of Blood gespielt. Da ganz oben. Pints of Blood haben wir gespielt. Kann man empfehlen. Ist kein schlechtes Spiel. Macht durchaus Spaß. Ist jetzt kein Komplexitätswunder. Ist auch generell nicht Spiel des Jahres von 2001 bis 2014. Aber es ist halt... Es ist ein gutes Spiel. Es hat Spaß gemacht. Und es ist witzig. Es ist ein ganz netter Humor. Ein bisschen englischer Humor. Das finde ich cool.
Ach ja, genau, Ergador hat uns auch noch zum Willkommensgeschenk quasi oder so, hat er uns das hier geschenkt, nämlich Q. Das haben wir gar nicht gespielt. Müssen wir mal nachholen noch. Das ist ein kleines Kartenspielchen. Wir haben Maus und Mystik gespielt. Das hat mich gefreut. Das war aber gestern Abend und das war zu einer Phase, wo er müde und ich nicht mehr ganz bei Sinnen war. Deswegen ging so ziemlich alles schief, was wir hätten falsch machen können. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht und es hat sein Interesse an dem Spiel geweckt. Es ist wirklich ein cooles Spiel und es ist wirklich schön. Also Daumen hoch, vor allen Dingen für den Preis. Maus und Mystik, falls ihr es irgendwo findet oder euch generell interessiert für ein Märchen zu spielen. Eigentlich ein wunderschönes Märchen zu spielen. Es ist eine komplette Geschichte, die erzählt wird, bei der ihr dann quasi die Räume aufbaut und dann mit euren Einheiten, mit euren Mäusen quasi durchzieht und ihr könnt aufleveln und Rüstungen finden und müsst die bösen Ratten besiegen. Und es ist halt ständig auch, du liest dann ständig halt die Story weiter, wenn du weiterkommst. Es ist super schön gemacht und es ist super niedlich. Mieps, ein kleiner Drache namens Mieps, der sich verwandelt hat in einen Marienkäfer und jetzt der Sidekick vom Zauberer ist, den du spielen kannst. Wie cool ist das denn? Großartig, hat super viel Spaß gemacht. Oh ja, was er auch noch mitgebracht hat, das hat mich fast noch am meisten gerührt, ist das hier. Das hier ist nämlich ein kleiner Beutel, zwei Spielfiguren und ein Würfel. Und den gab es bei seiner Hochzeit quasi als Gastgebergeschenk, wie auch immer man das nennt, für die ganzen Hochzeitsgäste. Und er hat Try, Lou und mir halt jeweils eins davon mitgebracht. Was ich unglaublich rührend fand. Sau cool von euch beiden, dass ihr daran gedacht habt. Geile Idee. Hat mich, also alles, was irgendwie jetzt hier ist, war sau cool. Das ganze Wochenende war cool. Das hat mein Wochenende gemacht. Das war wirklich Hammer. Sau coole Aktion. Ja, und damit würde ich sagen, beende ich den Vlog. Ich werde mich jetzt ins Bett verkriechen. Und bin immer noch am Debattieren mit mir, ob ich wirklich kochen soll. Weil wenn ich anfange zu kochen, muss ich daneben stehen bleiben. Und hoffentlich wenigstens nicht im Stehen einpennen. Das wäre doof. Oder ob ich einfach drauf scheißen und mir irgendwas bestellen soll. Weil ich bin platt. Ja, ich lege mich jetzt in die Falle. Dann mache ich einen Vlog auf dem Laptop, gemütlich. Und dann versuche ich mich auszukurieren, damit ich morgen einigermaßen fit bin. Und übermorgen, am 17. Geht's für Lou und mich ins Krankenhaus, beziehungsweise für Lou einmal Magenspiegelung machen. Da wird sie sich schon drauf freuen. Aber dann haben wir es endlich hinter uns. Naja, okay. Gut, dann bis zum nächsten Vlog. Tschüsschen.